Ja, guten Morgen, liebe Zuschauer. Heute den DAX-Check von ungewohnter Stelle. Sie sehen es, wir sind im Homeoffice, aber es ist kein Grund, den DAX-Check ausfallen zu lassen. Ja, wenn wir nach Frankfurt schauen, am Freitag war es ja ein ganz übler Handelstag. Wir waren zwischenzeitlich bei 13.000 Punkten, haben quasi die komplette Handelsspanne einmal durchgemacht. Das Gute, wir haben wieder gedreht, wir sind über 13.100 aus dem Handel gegangen und die Indikationen für heute Morgen sind durchaus positiv, nachdem Pfizer-BioNTech die Zulassung erhalten haben für ihren Impfstoff in Amerika. Die Indikationen, ich schaue gerade auf den Monitor, sind bei 13.215. Also wir bewegen uns wieder in Richtung 13.300. Der Lockdown, der in Deutschland beschlossen wurde, erschrickt niemanden, war ja auch aufgrund der Zahlen so erwartet worden. Und von daher schaut man wieder nach vorne, schaut man, was könnte so die nächsten Wochen passieren. Unter anderem ein neues Konjunkturpaket ist noch nicht vom Tisch. Man wartet hier noch in diesem Jahr drauf, dass hier dieses Paket verabschiedet wird und möglicherweise der Konjunktur in Amerika einen neuen Schwung verschafft. Ich schaue nochmal. Wir haben noch keine ersten Kurse in Frankfurt. Wichtig ist es natürlich aus Sicht der Bullen, dass wir über die 13.300 gehen und letztendlich aber die 13.460, das Hoch von September, eben überwinden. Sie sehen es eingeblendet. Hier waren wir kurzzeitig zu Wochenbeginn letzte Woche eben dran, haben aber auch die 13.460 eben nicht überwinden können, sind dann im Laufe der Woche unter die 13.3 gefallen. Was wir gesagt haben, ist ein schlechtes Zeichen. Aber nochmal, die 13.3 hat bis dato gehalten. Jetzt sind die ersten Kurse da. 13.230 Zähler sehen wir im DAX. Ich sage mal so, wenn wir jetzt, also kurzfristig können wir auf jeden Fall mal das obere Ende dieser lang anhaltenden Seitwärtsrange zwischen 13.000 und 13.3 anlaufen. Aber wie schon in den letzten Wochen mehrfach gesagt, wir müssen einfach diese 13.460 überwinden als Befreiungsschlag, um das Allzeithoch bei 13.800 Punkten anlaufen zu können. Das ist die Vorgabe, die wir dem DAX machen. Und solange wir uns eben in dieser Range bewegen, werden wir vom Aktionär aus erstmal keine neue Long-Position aufmachen, auch wenn die Zulassung für den Impfstoff natürlich positiv ist. Die Impfungen auch hierzulande im nächsten Jahr starten werden, aber die Unsicherheit ist trotzdem noch im Markt drin. Auch das Thema Brexit ist noch nicht vom Tisch. Man geht zwar in die Verlängerung, obwohl die Fristen schon lange abgelaufen sind, aber wir haben noch nicht die Kuh vom Eis und von daher müssen wir einfach noch ein bisschen Geduld haben, bis wir eben aus dieser Range rausgehen. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Handelstag und würde mich freuen, wenn wir uns morgen an gleicher Stelle wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.